du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zur weiteren Ausgabe von Tekken 8. Wir befinden uns wieder bei den Charakter-Episoden und werden wieder die Story von einem Charakter durchspielen. Ich überlege gerade wirklich, ob wir Victor nehmen. Weil als ich den ganz kurz in der Story gespielt habe, das hat schon irgendwie Laune gemacht. Deswegen würde ich den gerne mal ausprobieren wollen. Victor Chevalier ist der legendary founder of the UN's Independent Forces Unit and is known by his codename Phantom Raven. The Admiral worked tirelessly for world peace and to end the ever-expanding conflict between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. Amidst his efforts, the King of Iron Fist Tournament was announced in order to choose the next head of the Mishima Zaibatsu. Believing a UN-controlled conglomerate could bring an end to the war, Victor took up his beloved Takemikazuchi blade and joined the tournament. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. Get ready for the next battle. Ja, vor allem Victor hat noch so eine ganzen kleinen Messerchen dabei. C'est un honneur d'affronter un véritable samouraï. Round 1. Jetzt bin ich mal gespannt. Messerchen gegen Schwerte. Au! Boah, Schuh. Okay, das war gut. Knack. Da kommt noch ein Schwert dazu. Puff. Ja, mit dem Bein ist er jetzt nicht so flink, muss man dazu sagen. Also, er ist jetzt nicht unbedingt mit dem Bein, aber dafür hat er andere Vorteile. Mit den Armen ist er sehr schnell. Me too. Ah, Ninja Technik hat er auch noch drauf. Cool. Naja, mit den Händen ist er schnell, aber mit den Beinen nicht so. Knacken hat er auch noch dabei, cool. Ach, hier kommt ich noch erwischt. Das ist eine reine Knarrentechnik. Boah, allein schon mit den Griffen viel Schaden haben wir gemacht, ey. Knack. Der erinnert mich auch ein bisschen, so blöd klingt, an Zane aus Borderlands 3. Wer ist der nächste? Raven. Okay, also mir war klar, dass wir auch gegen Raven kämpfen müssen, aber nicht so flink. Montre-moi ce que ton entraînement t'a appris. Das habe ich mich auch nicht erwartet, ne? Irgendwas mit Baguette habe ich gerade gesagt. Boah, Genickzwirbler. Okay. Das ist geil, das ist cool. Knack. Was hat das denn? Gut, jetzt ist schön ran da. Gute Nacht, Raven. Du hast für dich vorbei. Continue comme ça.
Ich dachte schon, er würde ihn feuern. Ja, feiert. John Wick, das war der John Wick Move. Alter! Ist mein Ernst, nur die Klinge allein schon macht übelst viel Schaden. Perfekt! Ich würde auf den Mann hören. Ich wusste es. Cela faisait longtemps. Ange blanc de la mort. Round one. Fight. Bouh. Bam. 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 Die Technik ist geil. Die werde ich jetzt gleich mal machen. Schön mit dem Schwert. Schön nochmal mit dem Schwert. Und mit dem Schwert nochmal ran hier. Zack und zack und. Einfach, ich kann. Gute Nacht. It was good that Admiral Victor won and brought Mishima Zaibatsu under the UN's control, but the G Corporation hasn't stopped causing violence. Yeah, we're almost at the port. I hope nothing happens. Oh, speak of the devil. Ne tirez pas ici, imbécile. Je m'en charge. Et d'un. Et un autre. Merci. Et encore un. C'est le dernier. Trop lent. Vous, occupez-vous de nettoyer ça. Je fais attendre une dame importante. Don't tell me he deployed a submarine to impress a woman. Is this normal in France? No, it's just him. Jetzt mal unter uns, was war das bitte für eine coole Sau gewesen? Der ist ja mega geil drauf. Ich kann euch allen nur empfehlen, einfach mal Victor zu spielen. Der ist ja voll cool. Ja, mal gucken, wen ich im nächsten Part mal steuern werde. Abwarten, ich glaube, ich werde das wieder komplett spontan entscheiden. Die nächste Franzose, eigentlich eine gute Idee. Ah. Okay, ich überlege gerade wirklich, ob ich Lili nehmen sollte. Ich überlege gerade wirklich. Ich glaube, Mario so. Gut, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich dann Lili spiele. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Now I'll show you why they call me Revolver.